Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der Jobs Gießen 46ers gegen den Centenics MBC. Ich darf alle Vertreter der Presse sehr herzlich begrüßen, aber vor allem die beiden Coaches auf Seiten des MBC, Silvano Poropat, und auf Seiten der 46ers, Ingo Freier. Ja, Glückwunsch zum Sieg an die Gäste aus Weißenfels. Ihr Statement. Bitte das Mikrofon. Danke für die Glückwünsche. Ja, wir sind auch glücklich. Wir haben jetzt noch ein, würde ich sagen, gutes Spiel gemacht, vierte in Folge. Und das ist für eine Mannschaft wie Weißenfels, denke ich, großartig, dass wir mit einer Kontinuität jetzt gutes Basketball spielen. Wir hatten am Anfang Probleme mit Rebounding, das haben wir korrigiert. Wir haben eine schwache Phase gehabt in der zweiten Viertel, das haben wir überragend korrigiert im dritten Viertel. Und dann haben wir auch sehr, ich würde sagen, reif, ruhig, sicher das Spiel nach Hause gebracht im letzten Viertel. Und ja, wir fahren jetzt nach Weißenfels und haben dann einen Tag Pause und dann vorbereiten wir uns fürs nächste Spiel, wo wir wieder angreifen wollen. Danke. Ja, Ingo, es hat im Gegensatz dazu leider nicht gereicht für den ersten Saisonsieg. Heute für die 46ers ein Statement, bitte. Ja, die erste Halbzeit war ausgeglichen. Da hatten wir auch einen Lauf, wie Silvano schon gesagt hatte. Da waren wir voller Emotionen, sind gut in die Halbzeit reingegangen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir dann doch sehr, sehr dünn sind auf der Bank. Bo hatte sich verletzt, deswegen in der ersten Halbzeit, deswegen konnte er gar nicht mehr spielen. Ahlen war zeitweise dann draußen, weil er umgeknickt war. Und dann haben wir tatsächlich Spieler gehabt, auch schon wie gegen Hamburg, die im 1 gegen 1 gegen die Spieler von MBC nicht gegenhalten konnten. Und dadurch führt es dann auch, dass Michalik und Komen am Ende dann doch in der zweiten Halbzeit überragend getroffen haben. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, weil in der ersten Hälfte hatten wir sie völlig unter Kontrolle, gerade Michalik. Und in diesem Szenario des dritten Viertels, was ich gerade beschrieben habe, ist dann Weißenfels weggezogen. Merkt man da jetzt schon ein bisschen den straffen Spielplan im Dezember heute? Ja, natürlich, klar. Ja. Also die ersten Spieler verletzen sich. Das war allen bewusst, dass das irgendwann kommt. Wie gesagt, die 46ers sind dafür nicht aufgestellt, dass wir so eng getaktet und mit dieser. Aber wir nehmen es so hin, weil Corona ist für alle schwierig und auch in unserem Business. Okay. Fragen von Seiten der Presse an die beiden Coaches? Das ist nicht der Fall. Dann den Gästen aus Weißenfels guten Nachhauseweg und am Freitag das nächste Spiel gegen Chemnitz. Ciao.